Guten Morgen. Schlagzeilen vom 14. September. Den Euro für alle, das könnte uns nach der Wahl blühen. Jean-Claude Juncker will, dass ausnahmslos alle Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft zwangsweise die gemeinsame Währung einführen müssen. Und er will die absolute Macht eines einzelnen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Europa. Schwarzarbeit, ja, nein. Widersprüchliche Meldungen zu einer angeblich in der Schweiz illegal beschäftigten Asylbewerber. Soll, hat, je nach Quelle, eine Falschmeldung vor der Wahl oder hat die Lebenspartnerin von Alice Weidel, die Syrerin, für 25 Euro, Franken die Stunde als Haushaltshilfe beschäftigt oder die AfD-Politikerin selbst? Wo ist die Unschuldsvermutung der Presse? Nachtrag, es soll Beschäftigung stattgefunden haben, aber legal. Fett blockiert Scheiße. Ein 130 Tonnen schwerer Klumpen aus Binden, feuchtem Toilettenpapier und Windeln, gemischt mit Salatöl und Co., hat die Londoner Kanalisation teilweise verstopft. Da müssen jetzt Spezialisten ran. Offenbar ist der Mix so steinhart geworden, und das Wegkerchern kann mehrere Tage dauern. Macron unter Feuer. Er sollte der Hoffnungsbringer und Held Frankreich sein, gut aussehend und charmant, mit klaren Plänen für die notwendigen Reformen. Doch die anstehende Arbeitsmarktreform kippt womöglich wieder am Widerstand der Gewerkschaften. Leichter entlassen, weniger Abfindung, nee. Flucht über Rumänien. Wird aus der Balkanroute bald die Schwarzmeerroute, das Mittelmeer und die Türkei umgehen, direkt über Georgien an der Küste entlang nach Europa oder aus der Türkei, wie auch immer. Die Anzahl der Boote mit Afghanen, Irakern und Persern steigt. Noch langsam. Wie viel Leid würde ein Ende des Asylrechts in Deutschland verhindern? Alles toll. Ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Offenbar sind die Kosten für eine Wohnung in Ballungsräumen dermaßen gestiegen, dass viele Bewohner auf Hartz-IV-Niveau abstürzen. Und trotzdem müssen solche Städte Flüchtlingen Platz bieten, diese vermutlich sogar bevorzugt unterbringen. Danke, Angela Merkel. Merkel und Vergewaltigung. Nun ist sogar die Kanzlerin entsetzt über die Vergewaltigung von Rosenheim. Sie könnte sich offenbar vorstellen, die Strafen zu erhöhen. Doch auf den Täter, einen Asylbewerber, den sie möglicherweise ins Land geholt hat, aber zumindest noch nicht abgeschoben hat, ging sie natürlich nicht ein. 3000 Berliner Krebse. Amerikanische Sumpfkrebse haben das Ökosystem im Tiergarten bedroht. Aber anstatt eine Fangprämie von 5 Euro auszusetzen, wurden teure Experten eingesetzt und eigentlich könnte man die sogar essen. Doch normales Fangen ist bisher verboten. Sturmtief über Deutschland. Amerika hat seine Hurricanes und wir haben Herbststürme. Sebastian hat zwei Menschen auf dem Gewissen. Ein Baum und ein Baugerüst sind abgestürzt. Siegerliga-Nachrichten. Für den Neuling Leipzig ist das 1:1 gegen Monaco sicherlich ein Erfolg. Und die 3:1 Auswärtsniederlage von Dortmund gegen Tottenham lässt sich durch das Auswärtstor doch noch verkraften.